Buongiorno, Professor. Guten Morgen, Leute. Angst, hä? Aber seid unbesorgt, ihr seid wirklich Lichtjahre voraus. Auch wenn ihr weiterhin noch traditionelle Werkzeuge einsetzt, wie Maßband und Stoffschere. Sie sind unersetzlich für Designer. Ein Designer soll nur Design-Software und 3D-Drucker, so wie ich, benutzen. Der Rest ist nur Kram für Schneiderlein, davon ist die gute und schöne Tacker besessen. Aber natürlich kann sie nicht jeder haben, diese globale Vision. Wunderbar! Hey, Baby. Danke für deinen schönen Beitrag. Du kannst jetzt verschwinden, und zwar zusammen mit deiner globalen Vision. Und ihr? Was sagt ihr dazu? Seid vorsichtig, eine Falle. Wisst ihr, ich denke, er hat nicht ganz unrecht, denn wenn man... Ach, wirklich? Ich hab dich gewarnt. Die Mode ist Innovation, das muss hier jedem klar sein. Um zu erschaffen, brauchen wir aber die Hilfe der Traditionen. Und wir kennen doch alle die Traditionen, oder? Natürlich kennen wir die Traditionen, oder? Wenn du nicht den Mund hältst, werden wir es büßen. Edo ist gut erzogen. Wenn man ihn was fragt, antwortet er. Also dann kennt ihr wohl alle die Traditionen. Nein, nein, nein. Ihr habt die Gelegenheit, mir das heute zu beweisen. Und bist du zufrieden? Als Prüfungsaufgabe müsst ihr mir heute... etwas Gestricktes anfertigen. Ja, stricken wir. Das ist doch ein Scherz, oder? Stricken? Ja, ganz genau. Das macht man doch mit Stricknadeln und diesen bunten Fäden. Das ist Wolle. Wie das dämliche Zeug heißt, weiß ich. Ja, so sieht es aus. Wir werden euch mit allen notwendigen Materialien ausstatten. Überrascht mich. Hey, Leute. Du solltest doch den Mund halten. Ganz toll. Das war's mit der Routine. Und jetzt? Jetzt fangen wir an zu stricken. Was ist sein Problem? Ich will die Prüfung bestehen. Aber stricken? Ernsthaft? So schwer kann es doch nicht sein, oder? Nein, nein. Wenn ihr euch nicht so gut damit auskennt, strickt ihr am besten einen Schal, ein Klassiker. Alles nur linke Maschen, damit dürftet ihr kein Problem haben. Wenn ihr was riskieren wollt, dann könnt ihr natürlich was Komplizierteres machen, wie beispielsweise glatt rechts gestrickt, aber dazu solltet ihr schon Übung haben. Quinn? Ja? Du redest von glatt rechts gestrickt? Es gibt nicht nur Fotografie. Oh. Dein Freund verfügt über ungeahnte Gaben. Und zum Glück hat das keiner hier geahnt. Ich könnte im Erdboden versinken. Hey, one and two.